beim Club Baudermann. Jetzt sind wir auf hoher See unterwegs und ich zeige in diesem Teil des Videos alles, was man da so machen kann. Zum Beispiel kann man an bestimmten Punkten auf dem Wasser die Harpune schnappen und Jagd auf die Fauna des Meeres machen. Hier. Da werden sich die Tierschützer wieder freuen, ne? Ja, aber das sind doch Pixeltiere und die sind echt bitter nötig, wenn man aus den Knochen Blasrohrpfeile herstellt. Und die sind unglaublich wichtig für Schleichmissionen, denn okay, die sind frustig wie eh und je. Ich wollte gerade fragen, ob das auch wirklich wichtig ist, diese Nebenbeschäftigung zu machen, weil bei Far Cry fand ich das ein bisschen aufgesetzt, also im dritten Teil. Ja, ist auch diesmal ist Jagd mit drin, also nicht bloß auf Tiere des Wassers, sondern auch des Landes. Und das ist nicht unbedingt so mega spaßig, aber es ist dringend nötig für Charakter-Upgrades und Waffen-Upgrades und da ist es in diesem Spiel wirklich nötig. Ich habe das ja unter Zeitdruck spielen müssen und bin sehr schnell an meine Frustgrenzen gestoßen, denn mit einem unterentwickelten Schiff und Edward in die Missionen zu gehen später ist einfach nicht so leicht. Und auch das gibt's, man taucht nach Schätzen, das gibt's an eine Story-Mission natürlich, die einem das beibringt, aber wenn man zum Beispiel ein Schiff versenkt, anstatt es zu entern, kann man nachher nach unten tauchen und die Reste aus dem Schiff bergen. Und das sind alles so Einkommensquellen, die man eben braucht, um verbesserte Kanonen, sondern eine bessere Hülle fürs eigene Schiff zu kaufen. Und gerade die Jackdaw, das ist die Brig, die man steuert, wird sehr, sehr gefordert im Verlauf späterer Missionen. Kannst du dich dann auch jetzt zum Beispiel gegen diese Haie wehren oder ist es eher so, dass du schleichen musst unter Wasser? Hier muss man unter Wasser schleichen. Hier muss ich mich im Seetang verstecken. Okay. Und hier zeige ich mal praktisch ungeschnitten, wie so aus einer Seefahrt im Sonnenuntergang mit Gesängen kann man sammeln, verschiedene Seemannsgesänge und die der Mannschaft befehlen zu singen. Und dann erspähen wir mit dem Fernrohr ein Schiff, können untersuchen, welche Ladung es hat, wie stark es ist. Es gibt am Spielbeginn sehr viele Schiffe, die man besser nicht angreift, bis man aufgerüstet hat. Und dann geht's los. Und hier volumetrischer Nebel, tolle Lichtstimmung, eine famose Meeressimulation, die sieht auch auf PS3 klasse aus. Und immer noch dieses angenehme, träge Steuerungsgefühl beim Schiff. Man steuert nicht das Schiff, man steuert den Mann am Steuerrad und das merkt man. Alles geht ein bisschen verzögert, man spürt, wie der Wind das Schiff zur Seite drückt. Ist echt gut gemacht. Ja, und ich sehe hier auch gerade ein paar nette Details. Die Fässer, die gab es ja so ähnlich auch schon, aber jetzt kann man sie auch noch selbst zünden. Mhm. Es gibt ein paar mehr Waffen, was die Steuerung ein bisschen komplizierter macht. Da muss man sich dran gewöhnen. Welche Waffe man nutzt, hängt damit zusammen, in welche Richtung man schaut. Das ist nicht 100% glücklich gelöst, aber das funktioniert in 90% der Fälle gut. Und beim Plündern von Schiffen geht es vor allem darum, sie kampfunfähig zu machen, sie aber nicht zu versenken. Und dann fährt man in ihre Nähe, hält die Kreistaste und es beginnt ohne irgendwelche Ladezeiten oder Übergänge die Enter-Sequenz. Das ist ja eigentlich das Feature, das ich mir bei Assassin's Creed 3 direkt gewünscht habe. Dass du wirklich machen kannst, was du willst mit den Schiffskämpfen. Mhm. Das ist hier auch so, es nutzt sich ein bisschen ab. Nach einiger Zeit nutzt man dann vielleicht eher das Schnellreisesystem, als von A nach B zu segeln. Mhm. Aber immer wieder mal, gerade wenn man Hinweise auf eine Schatzflotte bekommt, dann entert man ein Schiff. Und je größer das Schiff, desto komplizierter ist das Entern. Denn es geht jetzt darum, in diesem Fall zum Beispiel nur Mannschaft umzubringen. Auf der anderen Seite, wenn man eine richtige Galeone knacken will, dann muss man zum Teil Munition zerstören, eine Flagge hissen, Scharfschützen ausschalten. Und das kann richtig knifflig sein. Das Kampfsystem ist nach wie vor extrem konterlastig, aber es gibt neue Gegnertypen, die einen sehr schnell platt machen, auf die man sich ein bisschen einstellen muss. Also ist auch hier durchaus ein bisschen Anspruch drin. Ein bisschen. Ja, ich wollte gerade sagen. Wie ist es denn jetzt so mit den neuen Waffen? Du hast jetzt 4 Pistolen insgesamt? Ah, das ist upgradebar. Man fängt an mit 2 und kann die dann immer aufrüsten, ich glaube bis zu 6. Und die kann man dann in schneller Folge abfeuern. Das Nachladen dauert unendlich lange, deswegen gibt es auch die Möglichkeit, sehr viele Pistolen zu tragen. Eine tolle Notfallwaffe im Kampf, auch im Nahkampf. Wie ein echter Seebär kann man dann eben auch mal jemanden eine Ladung in den Bauch verpassen. Ansonsten ist das ein Teil des Spiels, der sich im Vergleich zum Vorgänger mit am wenigsten verändert hat. Aber wozu? Aber es funktioniert ganz gut, es ist ganz nett inszeniert, je nach Waffe, die man so trägt und benutzt, passt. Aber ich habe auch den Eindruck, es wird insgesamt weniger gekämpft als in den Vorgängerspielen. Was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Gerade in Assassin's Creed 3 war mir das zu viel. Hm. Am Ende, wenn man ein Schiff erbeutet hat, kann man sich entscheiden, benutzt man es, um die eigene Jackdaw zu reparieren, gibt man es an die eigene die Flotte weiter, das ist so ein Metaspiel, das spielt man online, zum Teil auch auf dem Tablet weiter, oder man senkt damit sein Fahndungslevel. Und erbeutete Ware kann man verkaufen,
gerade Zucker und Rum, die dienen als Geldquellen. Und da gibt es noch Metall, Stoff und Holz. Die sind nötig, um Upgrades zu bauen, neben Geld. Es ist also wirklich Pflicht, regelmäßig mal ein Schiff zu plündern. Und davon kaufe ich mir hier, glaube ich, einen Rammsporn. Oder nee, einen Mörser. Damit kann man auf weite Distanzen schießen. Ich glaube nicht, dass es das wirklich gab damals. Aber hey, es ist ein Videospiel. Eben. Und hier nochmal ganz kurz als Beispiel, dass das Wetter sich auch dramatisch ändern kann. Mal missionsbedingt, mal ganz dynamisch kann man in den Sturm geraten. Hier bin ich sogar noch unter Mörserfeuer. Das sind die gelben Flecken. Und da muss man sich mit Monsterwellen anlegen. Sieht also wirklich beeindruckend aus, da kann man gar nichts sagen. Nö.